zu diesem wundervollen Video empfangen, das neue Loslassen. Mein Leben hat mich gerade auf dieses Thema gebracht und das würde ich dir dann jetzt ausführlich erklären und was es für dich bringt. Und Facebook verwirrt mich wieder. Sollen wir es irgendwo teilen? Geht. Speichern. Ha. Ich habe gerade eine 1,5 Monate Magiegruppe. Und mir ist aufgefallen, dass ich damals gesagt habe, Altes loslassen, Neues integrieren. Aber was letztendlich durchkommt, ist ständig Neues. Und dann habe ich noch was beobachtet. Dadurch, dass ich täglich Neues reingebe. Wie, ja, also einfach ausgedrückt, erlaubt deine Großartigkeit, deine Einzigartigkeit. Du bist nicht deine Gedanken und so weiter. Das ist ja ein tägliches Schieben in deine Magie. Und ich habe gemerkt, wir befassen uns gar nicht damit, was loszulassen ist. Warum? Preisfrage, weil du es nicht brauchst. Und ich habe dadurch auch gemerkt, ach du Scheiße, wie viele Leute halten sich mit Loslassen auf? So, oh, ich kann das nicht loslassen, das tut zu weh, das hat meiner Großmutter gehört und so weiter. Anstatt den Fokus auf Neues zu richten. Und zwar auf das, was du wirklich haben möchtest. Wenn du jetzt alles einlädst, was du wirklich haben möchtest, ja, öffnest, verkörperst, dann ist sowieso kein Platz mehr fürs Alte und es geht automatisch. Ja? Ha, wie kann ich das erklären, Mensch? Vorhin waren so viele Beispiele in meinem Kopf. Eichhörnchen, ne, da sind Hase. Sorry, ich bin leicht ablenkbar. Machen wir es mal so. Okay. Das hier, das ist auch witzig, weil es ist der alte Kalender. Ja. Jetzt empfange ich den neuen Kalender. Ich empfange den neuen Kalender. Neue Energie, neue Termine, neue geniale Dates. Ah, geht nicht, wenn ich am alten festhalte. Es geht erst. Jetzt ist der Raum für Neues. Und es kann auch umgedreht sein, weil wenn mir das jetzt einer zuschmeißen würde, ich würde sofort das alte loslassen. Ja. Dieses, wenn du dir neue Möbelstücke kaufst, dann musst du dich nicht beschäftigen damit, wie schön dieses alte verrampfte Sofa ist, sondern du stellst einfach das Neue drauf und erlaubst denen, den Raum einzunehmen und kuschelst dich auf dein neues Sofa. Das machen natürlich nur Leute, die wirklich bereit sind, weiterzugehen. Und glaub mir, ich habe das alles gelernt. Die Phasen des Abschieds und so weiter. Es gibt jetzt aber auch mittlerweile Menschen und Wesen auf dieser Erde, die ein bisschen anders ticken, die dieses Menschliche nicht mehr in ihrem Hauptfokus haben. Und wenn denen dann gesagt wird, du musst trauern, du musst Wut haben, du musst verzweifelt sein, bis du irgendwann zum Loslassen kommst, dann verkompliziert das ganz viel. Was? Wenn das, was du haben möchtest, ganz leicht ist und du ganz leicht hast, indem du immer wieder das verkörperst, einlädst, was du haben möchtest. Und wenn ich darüber rede, fällt mir auch auf, ich glaube auch, dass meine Kollegen immer weniger von Loslassen reden. Weil Loslassen geht automatisch, aber wenn du dich reinhängst, ich mache dir mal ein Beispiel, jetzt fällt mir eins ein. Zu mir kommen ja oft Leute, die praktisch eine Hellsichtig-Sitzung haben wollen, ja? Aber praktisch ein Reden mit Entitäten. So, und dann ist es oft so, dass wir zu einem Punkt kommen, wo sie die Wahl haben, was kreiert es denn, wenn das Wesen weiter hier in meinem Energiefeld bleibt und was kreiert es, wenn ich das Wesen wegschicke? Und dann sagen die meisten, ja, das Wesen soll weg. Das geht aber deshalb überhaupt noch nicht weg. Sondern erst,
wenn sie sich hinsetzen und mal fragen, hey, was habe ich denn mit dem Wesen zu tun? Und ganz oft sind es ehemalige Familienmitglieder, ja, die einfach auf denjenigen aufpassen wollen, möchten, dass es ihm gut geht, für ihn da sein wollen. Das ist nicht der Fokus auf Loslassen, weg, 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 sondern es geht um, boah, danke schön, dass du das für mich magst. Und dann macht es manchmal blub und weg sind die. Über die Anerkennung, über das Bewusstsein. Ja, wenn du ein Teenagerkind hast und ihr nur noch euch ankeift, geht es dann darum, oh, ich lasse das Ankeifen los, ich lasse das Ankeifen los. Oder geht es darum, okay, das ist jetzt nur ein Milli von meinem ganzen Leben. Ich lasse sie oder ihn einfach. Also das Gleiche auch mit Partnerschaft, ja? Oder hängst du dich Tage und Wochen lang hin an was, was du nicht haben möchtest? Und eins sage ich dir, im Jahr 2024 gibt es vielleicht keine Gnade mehr für all die, die im Dreck wühlen, die sich da aufhalten, wo sie überhaupt nicht sein möchten. Ich weiß aber, wer vorangehen wird, wer Leichtigkeit haben wird. Die, die immer wieder sagen, scheiß drauf, ich will Leichtigkeit hier, dann habe ich halt kein Recht. Okay. Verstehst du? Weil ganz viele Beziehungsthemen immer wieder haben damit zu tun, ich habe Recht, du kannst nicht so mit mir umgehen. Sehr wohl kann derjenige das, sonst würde er es ja nicht machen. Fällt mir ein, das ist ein viel besserer Blickwinkel für mein Kind. Hallo, ich komme nach vorne. Habe ich dich ein bisschen hier jetzt rütteln können, rütteln dürfen? Da, wo du hinschaust, das hast du, das kreierst du, da geht's hin. So, und wenn ich jetzt frech bin, dann sage ich jetzt mal, okay, eine halbe Minute, dass du mir nicht auskommst wieder für das, was gerade mega ist in deinem Leben. Für deinen wundervollen Körper. Magst du? Wir machen den Fokus auf das, was wir haben wollen, was eh schon da ist. Und die Bewertung, die du vielleicht gerade noch hattest, die fällt sowieso runter. Und wenn das da ist, dann mehr davon. Und es gibt nicht einen, der hier zuschaut, der gerade nichts hat, wofür du dankbar sein kannst. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du vielleicht dich und andere davon überzeugen willst. Ich glaube nicht, dass es da ist. Ich bin eine Perlentaucherin. Ich habe so viele Perlen mit Leuten gefunden, die dachten, ich bin voll abgefuckt. Nein, bist du nicht. Du schaust einfach nur nicht hin. Und es ist dein Job, das zu vergrößern, was du haben möchtest. Was wäre es denn jetzt bei mir? Okay, Zeit. Zeit für schöne Dinge. Ausgedehnte Spaziergänge. Leckereien in der Küche zu bereiten. Mit meinem Mann was unternehmen. Danke, danke, danke. Und so kreierst du. Zum Schluss. Kannst du Sätze schreiben, wenn du niemals diese Wortsprache des ABC gelernt hast? Vielleicht. Vielleicht mit Emojis. Es geht darauf hin, dass viele dieser Kreationswerkzeuge wie Dankbarkeit, Dankbarkeit ist ja nicht nur ein Kreationswerkzeug, sondern eine Art zu sein, ein Leben. Wenn du die nicht immer wieder benutzt, kannst du auch keine Sätze schreiben von Reichtum, von großartiger Partnerschaft und so weiter. Das ABC von allem, was du haben möchtest, sind die Kreationswerkzeuge. Weißt du, welche für dich funktionieren? Weil es gibt ganz viele. Und mein Vorschlag ist, dir die rauszunehmen, die für dich funktionieren. Und alle anderen mal wegzulassen, weil sonst siehst du den Wald wieder vor lauter Bäumen nicht.
Und weil ich ja auch im Januar dieses Partnerschaft habe, wie funktioniert das? Wie geht's dir, wenn du einen ganzen Tag bei einem Menschen den Fokus drauf legst, was dir nicht gefällt? Und wie geht's dir und dem anderen, wenn du einen ganzen Tag siehst, was genial ist, wie du es haben möchtest? Ha! Danke fürs Wachrütteln lassen und bis demnächst. Ciao, ciao. Ja, das heißt natürlich, für den Jahreswechsel musst dich nicht um Loslassen kümmern. Ach, jetzt weiß ich, ein geniales Beispiel zum Schluss. Mir ist es nicht eingefallen. Wenn du Gewicht verlieren möchtest, oh ja, ich muss loslassen und Pfunde loslassen und Emotionen loslassen und das loslassen. Du kannst aber auch einfach dich bewegen, mehr bewegen, anders essen, also dahin, wo du gehen möchtest. Und dann hat sich das mit dem Loslassen von alleine. Bei den meisten. Bei den anderen, melde dich bei mir, da schau mal anders hin. Aber das ist wirklich, wenn du Fahrrad fahren lernst, die Stützräder, du konzentrierst dich nicht drauf, oh Gott, ich muss die Stützräder loslassen, oh Gott, ich muss die Stützräder loslassen. Nein, du gehst für das, was du haben möchtest. Oh, Freude beim Fahrradfahren, Freude beim Fahrradfahren. Und du weißt, oh, das gibt es, glaube ich, nicht mehr heutzutage. Aber früher, die Kinder haben überhaupt nicht gemerkt, dass die Stützräder nicht mehr richtig am Boden sind, ja, weil die dann so hochgemacht wurden oder so. Und jetzt sag du mir mal, was möchtest du in deinem Leben haben und sein? Mit dir, mit anderen. Und wie wäre es jetzt, 24 Stunden das zu sehen, alles zu tun, was es dafür braucht? Ich habe früher mal ressourcenorientiertes Arbeiten gelernt. Yes, weil das ist nämlich das, was dich selber ermächtigt. Jetzt aber. Tschüss!